Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die, Old Boy. Der alte Mann ist unterwegs, hart beladen. Das Wire-Tool würde ich eins ganz gern behalten. Wir sollen Vorräte einsammeln. Ich glaube, ich werde mir mal etwas Yucca-Saft kaufen hier. Die sind nicht so teuer. Genau. So, zwei Stück müssten reichen. Und dann werden wir uns auf den Weg machen, die Quest zu erfüllen. So, das langt. Jetzt machen wir die Tür, machen wir nicht wieder. So, was? Wir sind beladen? Achso, wegen dem Yucca-Saft. Der Scrap. Ja, verkaufen können, ich weiß. Warte mal, ich werde mal. Ja. Ja, komm her. Das nimmt zwei Plätze ein. Und ein paar Dosen haben wir zu Hause aufgehoben. Also es ist nicht so, dass wir hier irgendwie was verbraucht hätten. So, jetzt wird was getrunken und ab zum Quest. 800 Meter Sachen einsammeln für den Händler. Kriegen wir ein paar Punkte. Muss man selber was trinken. Und dann gibt's ein Level up. Weil wir sind kurz davor aufzusteigen. Guten Tag. War hart überhitzt. Warum bin ich denn so hart am Auslaufen? Brauche ich vielleicht einen Cowboy-Hut? Egal, Wüste ist immer blöd. Aber ich ziehe das jetzt hier durch. Wenn ich natürlich irgendwann mal einen anderen Händler finde, dann werden wir natürlich bei dem unsere Quest holen. Ich weiß gar nicht, wo es auf Neviscan noch Händler hat. Das müsste ich mir auf dieser Map mal angucken. Haben auch Leute schon gepostet, die Map von Neviscan, die neue. Im Nachgang hätte ich doch lieber Random Gen gespielt, muss ich sagen. Hätte ich irgendwie doch ein bisschen spannender gefunden. Aber jetzt sind wir nun mal hier. Ach, Neviscan. Ne, Random Gen, genau, ja, habe ich ja richtig gesagt. Harte Überhitzung. Das Leben tackert aber hart runter. Warum ist das so? Können wir Klamotten ausziehen? Bringt das was? Eigentlich ja, ne? Ich dachte jetzt immer, dass das wäre egal, was ich anhab, auch in der Wüste. Aber wir haben natürlich auch Sweatshirt, Dings. Kurz lass mal an, Bandana lass mal an, die Sunglasses lass mal an. Was hat der? Heat Resistant hat er überhaupt nicht. Gut, dann machen wir uns ein, dann craften wir uns hier so ein Cowboy-Helm, würde ich sagen. Besser als nix. Weil der hat Resistance, meine ich. Ah, Heat 7. Dann wird das vielleicht ein bisschen besser. Richtig abkühlen. Aber weit ist ja nicht mehr. 300 Meter, dann können wir unsere Quest machen. Ah, ich glaube, ich habe da schon was gesehen, gerade hinter dem Hügel. Das ist ein Gebäude. Haben wir noch normale Bandagen? Ja. Eigentlich sowas wie Sonnenmilch hier für das Spiel? Das wäre doch was, oder? Eincremen und... Ah, das ist die kleine Stadt, wo ich vorhin schon rein wollte. Perfekt, dass ich erst beim Händler war. Wollte ich sowieso mal vorbeischauen. So. Wir werden uns aber geschickterweise eine kleine Storage Chest machen. Die wir hier am dem Stadtausgang auf die Straße stellen, damit wir hier Wärme looten nicht uns so ganz hart zupacken. So. Und dann machen wir hier so Sachen rein, die wir jetzt im Moment eh nicht gebrauchen können. Klamotten. Und Steine brauche ich jetzt erstmal nicht. Brauche ich auch nicht.
auch nicht. Und die Axt, doch, die brauche ich, um jetzt kurz hier reinzugehen ins Haus. Ton lassen wir auch mal hier. So. So. So, welches Gebäude ist es denn? Beware and sneak peek. Ah, da. Ah, da müssen wir wahrscheinlich hoch, ne? Gehe ich mal davon aus. So, Pistole in die Hand. Und ab zur Questen, würde ich sagen. Da tanzt das Ausrufezeichen. Che. At Rally Point, mach mal. So. Ah, das haben sie auch geändert. Man rennt anscheinend nicht mehr durch. Eine Tasche müssen wir besorgen. Ah, hier unten drin. Sollen wir einmal erstmal draufkloppen? Oh, ja, ich habe ihn gesehen. Oh, noch einer? Noch jemand? Ja, da kam noch einer, oder? Werde ich jetzt schon paranoid? Ich werde schon paranoid. Okay. Waffe nachladen und ab hier rein. Wir haben zu wenig Energie, ne? Wir brauchen eigentlich ein bisschen Energie. Oh, habe ich mir doch gedacht. Ich habe das Paket gefunden. Hier geht's nicht durch, ne? Nee. Ist ja sehr nett. So, mal können wir uns die Hose anziehen. Ist mich für die Wüste auch, glaube ich, ein bisschen besser. So. Hat jemand einen schlechten Ab. Was ist denn hier? Achso, weil es hier eine Wüste ist. Wahrscheinlich ist egal, ob du ein Haus bist oder nicht. Oh, warte mal. Nice. Boah, wie schnell heilen denn die? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Jemand rein. Ah, habe ich wenigstens gleich einen Ausgang. Da liegt auch noch Kram auf dem Tisch, das sollten wir schon mitnehmen. Ein Kochtopf war an, dann habt ihr gesehen, ich habe drei Kochtöpfe hier gefunden. Das Spiel merkt das wahrscheinlich. Es will mich nur trollen. Und sagt sich, der Typ hat so lange nach Kochtöpfen gesucht.
Jetzt kriegt das. Oh, schön. Mal zu trinken. Also, Fist Melee Damage ist das Bier. Und Stamina Gain. Also ich habe doch Ausdauer, das macht es immer noch. So, bitte was zu trinken. Ich überlege gerade, ob ich mir... Steine habe ich draußen gelassen, sonst hätte ich mir mal schnell Wasser abgekocht. Zu essen kann bestimmt auch nicht so schlecht sein, oder? Ja. Oh, warte mal, schnell noch eine Bandage hinten rein. Heat 2. 2. Oh, ein Cooking Grill. Das ist natürlich richtig geil fürs Campfire. Das ist natürlich sehr nice. Und das Ding. Plus 5. Hat der jetzt plus 5 oder? Anzeige ist doch falsch rum. Das habe ich falsch rum gelesen. Das hat nämlich jemand auch in den Kommentaren geschrieben. Der Helm hat ja 7, ne? Die Kappe. Wenn ich jetzt hier drüber hover, dann muss ich darauf achten, dass hinten ist, was ich derzeit anhabe. Und da ist egal, die kann ich scrappen, weil die habe ich eh zweimal. Ja, die hat 2 und 12, die ist mehr für Kälte, diese Kurzkappe da. Okay, verstehe. Das Zeug lasse ich direkt hier. Bin ich mich auch nicht überladen. So, dann schauen wir doch mal, was liegt denn hier noch rum? Das sind Waffenteile. Oh. Stahlgeschosse. Und noch eine Waffe. Komm, direkt beim Händler verchecken. Ja, hier hat mein freundlicher Herr gerade aufgemacht. So, ich werde es jetzt aber so machen, da ich schon wieder überladen bin wie die Sau, werde ich jetzt erstmal die Stadt hier links liegen lassen. Und werde dem Händler das Ganze abgeben. So, was ist jetzt? Jetzt bin ich hart überladen, ne? Müssen wir mal schnell entscheiden, was wir hier machen. 25 Federn im Kampf, finde ich. 20 Millionen. Leitern, scrubben. Kappe. Bringt 8 Dollar. Rappen. Bringt 12 Dollar. So, das heißt, dieses Sweatshirt, wenn ich jetzt, habe ich derzeit was an, was plus 5 hat. Es ist falsch rum angezeigt, der Herr, genau. Es hat 12 und es hat 9. Also ist das Ding Quatsch. Das ist wirklich falsch zu lesen. Also ob das jetzt Absicht ist oder ein Bug. Interpretationssache, würde ich mal behaupten. Gammelbrot, weg. 10 Eier-Dings können wir später. Beans. Aha, weg. Wieso haben wir denn... Haben wir nicht die komplette Reihe oder ist das gerade durch diesen Hitzeschlag bescheiden? Ich dachte, wir hätten durch den hat es echt abgezogen, weil uns heiß ist. Ja gut, klar, ich meine im realen Leben, wenn du hier mit vollbepackt durch die Wüste und, ne, wenn ihr heiß ist, hast du auch keinen Bock so viel zu tragen. So, ich probiere das jetzt mit dem Bier. Wird uns zwar ein bisschen schummrig. Aber wir haben 300% Ausdauer und deswegen können wir erstmal durchsprinten. Das werden wir jetzt auch tun. Boah, es ist... Boah. Eieieiei. So.
Wüste. Oh, ich werde klar. Oder? Wird die Sicht wieder besser? Ne, ich glaube, sie wird schlechter und besser. Laktose ist scharf. Oh. Klänge. Ach, wie schön. Naja. Ruhiger als ich. Find die ja schön. So. Weiter geht's. Tschüss, Schlange. Achso, die könnte ich mitnehmen, ne? Um den kümmere ich mich. Genau, da sagt jemand, wenn man den Zombie umgenutzt hat mit den Pfeilen, könnte man einen Knüppel nehmen und schnell hinrennen. Und mit etwas Glück kriegt man den relativ schnell weg. Und jetzt habe ich mich wieder um eins überladen, weil die Pfeile wieder um eins überlappen, oder? Nee, doch. Ist so. So, dann schlurfen wir mal schnell über den Sand hier wieder zum Händler, geben die Quest ab. Das ist übrigens etwas, diesen Questgegenstand, den man hier kriegt, also diese Supplies oder findet, die verliert man euch, wenn man stirbt. Man verliert alles außer das und man kann es auch nicht verkaufen, handeln oder irgendwas. Also man kann es jetzt nicht mit seinem Kumpel irgendwie teilen, wenn man unterwegs ist, haben wir schon ausprobiert. Und Jackie hat es schmerzhaft erfahren in dem Let's Play, dass es halt auch nicht gedroppt wird, wenn man sterben sollte. Blutiger Sack in der... War ich das? Dem Messer neben drin? Hier vielleicht meine Leichen vergraben? Ja, Wolsen. Das ist ja natürlich ziemlich nice. Und den müsste ich auch reparieren können, oder? Jo. Darf ich mich nur nicht verklicken. Gut, dann muss ich jetzt das Knüppeln üben. Ne? Und bevor wir im Händel die Pistolen verkaufen, muss ich auf jeden Fall die Waffen entladen. Ja, sehr schön. Das ist ja gut. Spart Pfeile. Allerdings müsste ich auch dazu noch ein bisschen skillen, diesen Knockback und was es da so alles gibt. Raging Bull. So. So, Daddy, I'm home. Thank God, of course. Thank you, Survivor. I thought my you might family be one of the dead. In your debt. Here is your reward. Hat er gerade durcheinander gesprochen? Boah, 1000 XP, 480 Casino-Token. Und 10 First Aid Bandagen. Ah, First Aid Bandagen könnte ich herstellen. Eine Steel Fire Axe kann ich nicht herstellen. Alles klar. Achso, Moment. Ah, ist gut. Thanks anyways. You be careful out there. Mach ich. Wir müssen mal hier. Na, guck mal, jetzt bin ich mehr heiß, jetzt habe ich auch diesen Malus nicht mehr. Das ist ja krass. Weißt du, ist dir heiß, kriegst du den Gram abgezogen, das Spiel quält einen nur. Es quält. Achso, haha. Wird ein bisschen schwierig, hä? Wie kann ich denn die Waffen so entladen? Ach komm, scheiß auf die Schuss, oder? Ich habe 80 Schuss. Das Problem ist, dass ich jetzt hier, nichts habe. Nur diese Spezialmunition. Aber ich kann sie so nicht entladen. Früher ging das doch mal. Da gibt es hier noch eine andere Option, wo ich klicken kann, dass er die Waffen rausnimmt. Auf der anderen Seite, die bringt 9. Und die bringt 6. Wenn ich es wirklich verkaufen würde,
Irgendwie 6, ja, ne, okay. He's seeing you. So, dann Scrap. Für die paar Dollar scrap ich die Waffen. Ja, dann behalte ich lieber diese Mechanical Parts. So, das ist noch eine Aufgabe für mich, aber ich glaube, dann lasse ich meinen Kram bei dir. 1,1 Kilometer. Buried Supplies. Ne, ich buddel nicht. Und 3 Kilometer ist mir ein bisschen zu weit. Ah, gibt so gute Cleared Zombies. 2,5 Kilometer. Und das machen wir. Oh, thank you very much. I will make it worth your while. Alles klar. Sehr schön. Clear the area. Wo ist das denn? Oberhalb. Konsole erstmal aufgegangen. Oberhalb der Stadt. Das könnte ich machen. Dann könnte ich nämlich mit dem Kram, den ich jetzt habe, nach Hause rennen. Und dann im Schnee da oben aufräumen und bei Gelegenheit nochmal zum Händler runterrennen. Ne? Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Geschäfte. Und schönen Tag. So, den Knüppel. Warte mal, das. Oder warte mal, ich verkaufe dir hier mein Brass, bis ich das einschmelzen kann. Das ist ja auch Quatsch. Ach, das will er nicht haben. Der wird ja toll. Undankbarer. Kaffeebohnen, alle auch nicht. Mechanical Parts. Brauche ich vielleicht irgendwann mal, ne? Aber ich verkaufe sie dir jetzt, um Platz einfach zu haben. Hier die Spezialmunition. 1 Dollar. Kannst du auch alles haben. Gewehrmunition habe ich selber. Oder beziehungsweise kann ich selber gebrauchen. Fleisch. Magst du Fleisch? Du magst so Sachen nicht, ne? Was willst du denn so ein Wire-Tool? Er braucht auf jeden Fall gut Geld. Wenn man hier dann den Secret Stash hat, dann fängt es an, interessant zu werden. Halt auch die normalen Sachen, die Rezepte und so weiter, ne? Gratitude and safe travels, friend. Dankeschön. Bis demnächst, Herr Händler. So, ich würde sagen, ab nach Hause. Die Sachen abladen. Und eventuell beim Rückweg nochmal in die Stadt gehen. Da liegt dann eine Kiste auf der Straße, könnte ich nochmal durchlooten. Wir müssen einfach nochmal durch die Wüste. Es ist halt diese Wege, ne? Wie willst du das überbrücken? Ich probiere es ja schon durch permanentes Labern. Ist euch wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Aber so diese Speedy Gonzales Tabletten da, die hätte ich jetzt gerne. Alter, nicht dein Ernst. Hatte ich schon mal. Okay. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Dann gucken wir mal, wo er mich rauswirft, der Kerl. Ja, ich muss kurz reloggen, denn es geht das wieder. Man ist einfach durch das. Ist wahrscheinlich der alte Spielstand. Ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr Erfahrung? Auch bei Neviscan? Macht es Sinn, wirklich neu zu starten, weil solche Fehler dann raus sind? Oder ist Neviscan einigermaßen intakt? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Folge vom Old Boy. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.